Tag bei Potternanda. Allerfeinstes Wanderwetter, es ist Wochenende, Samstag, die Sonne strahlt. Da tut gut, ich muss raus. Auf geht's auch schon. Wir treffen uns wieder heute mit dem Tippelbuddy und dem Christian von Geh raus auf eine wunderbare Wanderrunde hier im Umland von Essen. Seid gespannt, kommt mit, auf geht's. So, es geht zur Abwechslung mal bergab. Ich habe meinen Arschleder vergessen. Martin! Warte. Oh, oh. Also, ich sag mal so, ich mach die Kamera aus, ich lieg gleich sowieso wieder im Dreck. Wir sind alle wohlbehalten hier diesen kleinen Abhang runtergekommen und dann machen wir uns doch einfach wieder weiter auf den Weg. Macht richtig Bock. Ready, go! Ja, das ist halt die Rinderbachrunde, ne? Und der Rinderbach macht hier seinem Namen alle Ehre. Ja gut, man kann auch einfach eiskalt da durchlaufen. Warum auch nicht? Die Schuhe sind wieder sauber. Hast du das mit der Kamera irgendwie? Ach ja, die Schuhe sind schon phänomenal, ey, gar keine Frage. Ja, oh ja. Gut, man kann ja auch versuchen, ohne irgendwie mit den Füßen da ganz rein, aber Füße trocken. Sag mal so, ey. Ja, total. Ja, schön, hat Spaß gemacht. Wanderbare Medizin. Waldbesitzer, die Brennholzscheichs von morgen. Aha. Fertig, da sind wir. Knappe 12 Kilometer. Wir sind alle vollzählig angekommen. Der Tippelbuddy hat schon wieder die Lunte an. Geht. Ja, das war doch eine pittoreske Runde, muss ich sagen. Malerisch und lieblich hat es begonnen, so bis zur Hälfte. Ja, durch einen reißenden Fluss sind wir gewartet. Das und dann wurde es urban, ne? Ja. Doch, tatsächlich. Urban und steil. Steil auch. War nicht anders zu erwarten. Ja, wenn es schon nicht regnet, dann will ich wenigstens steil haben. Okay, Bombenwetter hat richtig Böcke gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, vergesst das Rausgehen nicht. Bleibt gesund und bis bald. Schaut auch beim Christian rein. Grüß euer Schwurmi von Potternanda. Ciao.